In diesem Videoprogramm wollen wir Sie mit allem Wissenswerten über die Passat-Modelle 1985 bekannt machen. Im Teil 1 erhalten Sie alle wichtigen Informationen über Modellangebot, Ausstattung und Technik. Der Teil 2 zeigt Ihnen die geänderten bzw. neu gestalteten Karosserieanbauteile und informiert Sie über deren Einfluss auf Karosseriemontagearbeiten. Im Teil 3 schließlich lernen Sie, wie eine kraftschlüssig verklebte Heckscheibe am Passat-Schrägheck fachgerecht aus- und eingebaut wird. Ja, meine Damen und Herren, ich begrüße Sie hier in etwas ungewohnter Umgebung in Spanien und das hat seinen Grund. Ich bin hier, weil VW hier ist. Und VW ist hier, weil es im Frühjahr neue, aufgewertete Passat-Modelle geben wird. Und wann immer Produkte neu eingeführt werden, dann gibt es zunächst einmal Werbefotos und Videoaufzeichnungen. Jetzt mal die Heckpartie. Das war eine glänzende Gelegenheit, mich zu informieren, damit ich Sie informieren kann. Was neu an der Sache ist, nicht? Wenn wir das hinter uns haben, können wir uns dann wieder andere Details widmen. Tja, und nun sitze ich hier und warte auf mein Taxi zum Flughafen. Und da kann ich in dieser ruhigen Ecke schon mal die Details ordnen, damit sich hinterher aus den verschiedenen Bausteinen auch ein Bild ergibt. Also meinen Bericht, den stelle ich mir ungefähr so vor. Wolfsburg. Bei den Volkswagen-Modellen der Mittelklasse, den Passat-Modellen, wird es eine Produktaufwertung geben, und zwar für die gesamte Modellreihe. Die Attraktivität der Reihe wird durch die Verbesserungen an den einzelnen Fahrzeugen erheblich gesteigert. Die neuen Modelle erscheinen im Februar und werden dem Frühjahrsgeschäft neue Impulse geben. Neben den technischen Veränderungen wurde das gesamte Programm der Modellreihe neu gestaltet. Was bedeutet das? Aus Passat, Santana und Passat Variant wurde eine neue Modellreihe. Wenn man so will, eine Modellfamilie, nämlich Passat Schrägheck, Passat Stufenheck und Passat Variant. Mit dieser Namensangleichung bekamen die Passat-Modelle auch eine einheitliche Ausstattung. Das ist überschaubar und für die Käufer leichter verständlich. Alle Passat-Modelle, also Schrägheck, Stufenheck und Variant, sind in der Ausstattung identisch. Und zwar in den Stufen C, CL und GL. Alle Modelle, auch die Passat-Schrägheck-Modelle, werden jetzt generell viertürig geliefert. Zweitürige Fahrzeuge werden nicht mehr hergestellt. Halten wir fest. Angleichung der Ausstattung und des Namens für alle Modelle dieser Baureihe. Diesen Veränderungen wurden auch die Preise angepasst. Darüber später mehr. Schauen wir uns die einzelnen Modelle einmal an. Das ist der neue Passat Schrägheck. Seine eigenständige Silhouette wirkt noch frischer, moderner, dynamischer. Die Frontansicht wird durch einen markanten Kühlergrill bestimmt. Auch die Scheinwerfer haben eine neue Form. Der Frontspoiler ist nun in die Stoßfänger integriert. Das hat nicht nur optische Auswirkungen, sondern sorgt auch für bessere Aerodynamik. Dadurch konnte das Formel-E-Paket entfallen, da dessen aerodynamische Maßnahmen nun serienmäßig vorhanden sind. Ein wesentliches Merkmal des Formel-E-Paketes, nämlich die Stopp-Start-Automatik, bleibt hingegen im Angebot als Mehrausstattung auf Kundenwunsch. Ein weiteres Detail, die Stoßfänger sind vorn bis an die Radhäuser herangezogen. Eine stilistische Überarbeitung, die gleichzeitig mehr Schutzfläche bietet. Aus dem gleichen Grund erhält die Längsseite der Passat-Modelle eine Rammschutzleiste. Sie ist extra breit und schützt die Karosserie. Ein Vorteil beim Öffnen der Türen in engen Parkräumen. Diese Vollblenden an den Rädern gehören serienmäßig zu allen GL-Modellen. Auch die hinteren Stoßfänger wurden verlängert. Sie reichen jetzt ebenfalls bis an die Radhäuser. Besonders markant beim Passat-Schrägheck die Gesamtansicht von hinten. Bei unveränderter Grundform ist sie jetzt besonders attraktiv.
Das beginnt mit dem großflächigen Design der Leuchtenkombination. Sie ist als waagerechtes Element gut sichtbar angeordnet. Zum Teil sind die Leuchten in die Heckklappe integriert. Die Kennzeichenfläche ist schwarz ausgelegt. Die gesamte Heckpartie wird durch eine völlig neu gestaltete Heckklappe geprägt. Sie erhält eine größere Heckscheibe, die außenbündig eingeklebt ist. Die Umrandung ist mit einer schmalen, schwarzen Einfassung versehen. All dies hat die Ansicht des Schräghecks so verändert, dass jedem sofort klar wird, dies ist ein Modell der neuen Serie. Unterstrichen wird das Ganze durch einen Heckspoiler, den alle Passat-Schrägheck-Limousinen serienmäßig erhalten. Aerodynamische Gründe waren auch hier der Anlass. Dass es auch gut aussieht, ist ein angenehmer Nebeneffekt. Das waren die wichtigsten Punkte der Aufwertung des Produkts von außen. Also, ich finde, wir könnten das so kaufen. So habe ich mir es vorgestellt, ist okay. Ja. Jo. Aber auch innen wurde die Modellreihe Passat-Schrägheck, Stufenheck und Variant aufgewertet. Die Türverkleidungen wurden überarbeitet. Bereits beim C-Modell haben sie einen Textilbezug. Hier die GL-Version. C- und GL-Modelle erhalten neu gestaltete Sitzbezüge. Dieses Vier-Speichen-Lenkrad gehört serienmäßig zur GL- und CL-Ausstattung. Alles zusammen lässt auch den Innenraum aktueller erscheinen. Es sind jedoch nicht nur stilistische Details, die den Passat-Schrägheck moderner aussehen lassen. Auch technische Veränderungen tragen zur Produktaufwertung bei, im wahrsten Sinne des Wortes. Zum Beispiel das verbesserte Heizungs- und Belüftungssystem. Die neue Warm- und Kaltluftverteilung bringt einen besseren Strömungsverlauf und schnelleren Luftumschlag. Das heißt, die Wärme ist schneller da, wenn man sie braucht. Dies hier ist ein Passat-Schrägheck GL. Aber auch die anderen Modelle, also die C- und CL-Version, wurden in ähnlicher Weise aufgewertet. Unterschiedlich sind sie natürlich in der Ausstattung, je nach Kundenwunsch und geplantem Einsatz. Durch eine besonders sportliche Ausstattung fällt dieses Modell auf, der Passat Schrägheck GT. Okay. Diese Ausstattung gibt es nicht nur beim Schrägheckmodell, sondern auch beim Variant. Interessant auch hier der neue Kühlergrill mit geänderten Scheinwerfern. Die vorderen Stoßfänger mit integriertem Spoiler, um die Ecke gezogen bis an die Rathäuser heran. Die breiten Rammschutzleisten an den Seiten. Die neue Heckpartie mit neuer Heckscheibe. Der Heckspoiler serienmäßig. Die neue Rückleuchtenkombination. Die sportliche Innenausstattung. Sportliche Motoren mit 85 und 100 kW, also 115 oder 136 PS. Und natürlich ein sportliches Fahrwerk. Die deutlichste Produktaufwertung des Passat mit Stufenheck zeigt sich am Preis. C-, CL- und GL-Modell sind nicht nur in der Ausstattung identisch, sondern auch im Preisvergleich mit dem Passat Schrägheck. Also Stufenheck und Schrägheck namensgleich, ausstattungsgleich, preisgleich. Der Kunde hat die Wahl. Der Passat Stufenheck GL. Ein Blick auf die technischen Veränderungen, die auch dieses Modell, den Passat-Stufenheck, attraktiver machen. Die Angleichung des Namens und des Preises hat auch zu einer Angleichung in den Ausstattungen geführt. Die Aufwertungen des neuen Modelljahres sehen Sie hier im Bild. Sie sind abgestimmt auf die Karosserieversionen des Passat-Stufenheck. Der Kunde kann sich nach seinen Vorstellungen entscheiden. Dies ist ein Passat-Stufenheck GL. Die Ausstattungsversionen C und CL gibt es natürlich auch von diesem Fahrzeug. Wer das Besondere einer klassischen Limousine schätzt, wird dem Passat-Stufenheck Karat den Vorzug geben. Ein Top-Modell mit einer Ausstattung, die ohne Übertreibung als luxuriös und repräsentativ zu bezeichnen ist. Wer höchste Ansprüche an den Komfort mit der Wirtschaftlichkeit von Volkswagen verbindet, bekommt mit dem Karat, was er sucht. Der Passat Karat ist eine attraktive Stufenhecklimousine. Ein modernes Fahrzeug mit Eigenschaften, die dem Wettbewerb überlegen sind. Und das in einer außergewöhnlichen Ausstattung zu einem attraktiven Preis. Spielt doch bitte mal den Variant GL ein. Ja, machen wir. Hier im Bild der Passat Variant GL. Innen neue Stoffe, neue Verkleidungen,
bessere Heizung und Lüftung, Verbesserungen im Detail. Auch hier die Rammschutzleisten, die größeren Stoßfänger, der integrierte Frontspoiler. Ein markantes Gesicht. Es unterscheidet ihn deutlich vom bisherigen Passat-Variant. Der Passat-Variant GT, eine neue Modellversion im Modelljahr 1985. Die Profilierung der GT-Modelle Schrägheck und Variant als sportliche Allround-Fahrzeuge ist nun noch deutlicher. Neben dem 2,0-Liter-Motor mit 115 PS gibt es den Passat GT auch noch mit einem 2,2-Liter-Einspritzmotor mit einer Leistung von 100 kW, das sind 136 PS. Er hat ein höheres Drehmoment, einen günstigeren Drehmomentverlauf und gibt dem Variant GT neue sportliche Fahrleistungen. In Verbindung mit diesem leistungsstarken 100 kW-Motor gab es eine Reihe von Änderungen am Fahrwerk. Die Hinterachse beim Passat GT hat Scheibenbremsen, serienmäßig. Der Bremskraftverstärker wurde auf 10 Zoll vergrößert, die Feder- und Dämpfungskennung wurde neu abgestimmt. Natürlich gehört zu einem solchen Fahrzeug ein sportliches Lenkrad. Es hat nur einen Durchmesser von 38 cm. Um größere Lenkkräfte zu vermeiden, ist die Servolenkung beim Passat GT serienmäßig. Die Passat-Familie. Schrägheck, Stufenheck, Variant. Im neuen Modelljahr sind sie alle aufgewertet. Im Design, der Technik und der Ausstattung. Angeglichen in Programm und Angebot, angeglichen im Preis, angeglichen im Namen. Die Passat-Modelle, ein Programm in einer neuen Angebotsstruktur. Sie wird die Präsenz der Marke Volkswagen jetzt im Bereich der gehobenen Mittelklasse verstärken. Es war für mich wirklich einmal interessant, dem Neuen auf der Spur zu sein, noch ehe es über die Fernschreiber der Agenturen läuft. Auch Händler und Verkäufer sollten es vorher wissen. Deshalb dieser Bericht. Ach übrigens, ich habe noch was Wichtiges vergessen, den Passat Synchro, aber darüber später mehr. Es gibt jetzt eine größere Passat-Familie im Volkswagen-Programm. Bisher gab es den Santana als eigenständiges Modell. Mit den Veränderungen im Angebot der Mittelklasse wird er Mitglied der neuen Passat-Familie, der Passat-Stufenheck. Nicht nur sein Name ist neu, auch die Ausstattung und der Preis wurden dem Passat-Schrägheck angeglichen. Das bedeutet, es gibt jetzt ein komplettes Passat-Modellangebot mit Schrägheck, Stufenheck und Variant. Alle drei Modelle werden, abgesehen von karosseriespezifischen Unterschieden, mit den gleichen Ausstattungen in den Versionen C, CL und GL angeboten. Für Passat Stufenheck und Passat Schrägheck sind jetzt die jeweiligen Ausstattungen gleich. Deshalb sind die Preise der Passat Stufenheck und der Passat Schrägheck in der jeweiligen Ausstattungsvariante auch gleich. Zu den einzelnen Karosserieversionen gibt es Top-Ausstattungen. Für das Schrägheck die GT-Ausstattung. Für das Stufenheck die Karat-Ausstattung. Für den Variant die GT-Ausstattung und als Synchro den permanenten Allradantrieb. Das Motorenangebot für die Passat-Familie. Für alle Modelle, also Schrägheck, Stufenheck und Variant in den Ausstattungen C, CL und GL gibt es diese beiden Ottomotoren. 55 kW und 66 kW als Vergasermotoren. Und diese beiden Dieselmotoren. 40 kW und 51 kW mit Turbolader. In Verbindung mit den Ausstattungen C und CL
den Ottomotor 44 kW als Vergasermotor, in Verbindung mit der GL-Ausstattung den 5-Zylinder-Einspritzmotor mit 85 kW. Der Passat-Stufenheck in der Karat-Ausstattung und der Passat-Variant-Synchro werden mit dem 5-Zylinder-Einspritzmotor mit 85 kW geliefert. Für die GT-Ausstattungen der Modelle Schrägheck und Variant werden zwei Motoren angeboten. Die 5-Zylinder-Einspritzmotoren mit 85 kW und 100 kW. Insgesamt, es gibt jetzt ein komplettes Angebot von Modellen, Ausstattungen und Motorisierung in der Mittelklasse unter dem Familiennamen Passat von Volkswagen. Der Passat 85 erhielt vorn ein im Design geändertes Kühlergrill und bis an die Radausschnitte herumgezogene Stoßfänger mit integrierter Bugschürze. Das Kühlergrill wird wie bisher aus dem Schlossträgerblech nur ausgeklipst. Auch die vorderen Stoßfänger sind an den Längsträgern wie beim bisherigen Passat befestigt. Nur die seitlichen Führungen an den Kotflügeln erhielten geänderte Befestigungselemente. Bedingt durch die in die Kunststoffabdeckung integrierte Bugschürze ist allerdings zum Einpressen des Stoßfängerträgers in die Abdeckung die neue Einpressunterlage 3148 erforderlich. Selbstverständlich können auch die neuen Stoßfängerabdeckungen aus EPDM mit den bewährten Original-VAG-Materialien wie Reinigungsverdünner, Haftvermittler und Elastikzusatz für den Zweikomponenten-Acryldecklack in jeder Wagenfarbe lackiert werden. Als Fortsetzung zu den bis an die Radausschnitte herumgezogenen Stoßfängerabdeckungen sind an den Kotflügeln und Türen in gleicher Höhe Stoßprofilleisten angebracht. Die Ersatzteile-Profilleisten sind bereits mit Selbstklebestreifen versehen und lassen sich nach Erwärmen der Klebebereiche an der Karosserie und den Leisten passgerecht ankleben. Auch die Stoßfängerabdeckungen hinten sind bis an die Radausschnitte herumgezogen und mit integrierten Heckschürzen versehen. Alle Schräghecklimousinen erhalten einen Heckspoiler unterhalb der großen, kraftschlüssig auf die Heckklappe aufgeklebten Rückblickscheibe. Aufgrund der geänderten, zum Teil in die Heckklappe integrierten Rückleuchten wurden die äußeren Seitenteile im Bereich der Leuchteneinsätze geändert. Für die Karosserieinstandsetzung ist das ohne Bedeutung. Lediglich die neuen Ersatzteile müssen verwendet werden. Die bündig mit der Karosserie auf den Klappenrahmen verklebte Heckscheibe lässt sich sowohl mit dem Schneidewerkzeug VAG 1351 als auch mit dem Elektrospezialschneider VAG 1561 mit oszillierenden Messern problemlos vom Heckklappenrahmen abtrennen. Zum Auswechseln der Rückblickscheibe steht der neue Klebedichtungssatz D43 zur Verfügung. Vor dem Herausschneiden der Rückblickscheibe muss die Klappenverkleidung ausgebaut werden. Dazu drehen Sie zwei Schrauben an der Fensterbrüstung und eine an der Unterkante der Heckklappe heraus. Nach dem Heraushebeln der Klipse können Sie die Verkleidung von den Klammern an der Fensterbrüstung abnehmen.
Danach kann die Flanschabdeckung vom inneren Punktschweißflansch der Heckklappe abgezogen werden. Der Spoiler ist von innen mit drei Sechskantmuttern befestigt, die nach dem Ausbau der Klappenverkleidung zugänglich sind und jetzt herausgedreht werden. Am Außenblech der Heckklappe ist der Spoiler mit vier Klipsen befestigt und gegen Wasser und Geräusche zusätzlich mit einem Butylband auf der Rückblickscheibe abgedichtet. Wollen Sie die Rückblickscheibe mit dem Schneidegerät VAG 1351 heraustrennen, müssen Sie sowohl den gesamten Klappenausschnitt als auch die Heckklappe an der Scheibenunterkante gegen Beschädigungen sorgfältig mit Textilklebeband schützen. Nach dem Abdrücken der beiden Muffen können Sie den Zierrahmen bei eingebauter Heckklappe von der Rückblickscheibe abziehen und danach aus dem Klappenspalt herausnehmen. Den bereits am Haltestück befestigten, etwa 300 bis 350 mm langen Schneidedraht können Sie am einfachsten durch die Klebedichtmasse ziehen, wenn Sie dazu die Ahle aus der Trennvorrichtung VAG 1474 verwenden. Nun fädeln Sie den Schneidedraht in den Knebelgriff ein. Tragen Sie dabei bitte unbedingt Schutzhandschuhe, um Verletzungen zu vermeiden. Bei geschlossener Heckklappe beginnen Sie jetzt mit dem Schneiden. Im Fahrzeuginnenraum wird der Drahthalter in die Klebedichtungsmasse eingestochen und festgehalten. Durch gleichmäßiges Ziehen am Knebelgriff wird die Klebedichtungsmasse sauber durchgetrennt. Der Drahthalter wird innen um etwa 150 mm weiter versetzt und wieder in die Klebedichtungsmasse eingestochen. Von außen können Sie mit Hilfe des Knebelgriffes die Scheibe Stück für Stück weiter heraustrennen. Führen Sie den Schneidedraht möglichst genau und tief in den Deckelspalt, um Beschädigungen am Glas und der Lackierung zu vermeiden. Und achten Sie besonders an der Scheibenunterkante darauf, dass der Draht nicht an den Klammern für die Deckelverkleidung festhakt. Wollen Sie die Scheibe mit dem Elektrospezialschneider VAG 1561 heraustrennen? So müssen Sie zunächst das kurze, gebogene Messer in die Maschine einsetzen und mit dem mitgelieferten Ölstein schärfen. Mit dem kurzen Messer trennen Sie jetzt die Klebedichtmasse an der Scheibenunterkante. Führen Sie dabei die Anschlagrolle genau am Flansch entlang. Das kürzere Messer gewährleistet keinerlei Lackbeschädigungen. Für die Seiten- und die Scheibenoberkante benutzen Sie das längere Messer. Bevor Sie mit dem Trennen beginnen, sollten Sie auch dieses Messer mit dem Ölstein schärfen. Die Klebedichtmasse an den Seiten- und der Scheibenoberkante können Sie nun mit dem längeren Messer in einem Arbeitsgang durchtrennen. Führen Sie das Messer so schnell, dass kein oder möglichst wenig Rauch entsteht, und senken Sie in den Radien die Maschinendrehzahl etwas ab. Nachdem Sie die Klebedichtmasse umlaufend freigeschnitten haben, können Sie die Heckscheibe mit Hilfe der beiden Doppelsauger von der Klappe abnehmen. Bevor Sie eine neue Scheibe einkleben können, entfernen Sie die in der Produktion zur Fixierung aufgebrachten Schmelzklebereste mit einem geeigneten Werkzeug. Danach schneiden Sie das Restmaterial der Klebedichtmasse auf der Heckklappe umlaufend glatt.
Es dient bei der Einglasung als Haftgrund für die neu aufzutragende Klebedichtmasse. Ausgebesserte, das heißt neu lackierte Bereiche der Heckklappe müssen unbedingt mit der Reinigungslösung gesäubert und nach dem Trocknen zur einwandfreien Haftung der Klebedichtmasse mit dem Lackprimer D93 dünn eingestrichen werden. Kann die ausgebaute Heckscheibe wiederverwendet werden, zum Beispiel bei reinen Blechschäden an der Klappe, so muss auch hier das Restmaterial der Klebedichtmasse umlaufend glattgeschnitten werden. Das verbleibende Material